Ja, hallo und herzlich willkommen zur heutigen Ausgabe Let's Play World of Warships. Und heute haben wir mal wieder einen Zerstörer am Start, und zwar die HMS Gallant. Und daher vielen lieben Dank an der Stelle. Jetzt schauen wir mal, was ihr hier gleich macht. Macht ihr schon die ersten Gegner auf? Der Timo42 hat das Ganze eingesandt, daher auch nochmal an dich vielen lieben Dank dafür. Und da sieht man, der droppt die Torpedos einzeln. Hat da einfach mal 4 jetzt dem Gegner entgegengesandt. Geht bei 6 Kilometer auf. Also von dem her gut abgedreht, dass die Nürnberg ihn da nicht wahrnimmt. Er ist zwar geortet, aber alles halb so wild. Nur die Torpedos, die sind natürlich jetzt da das spannende Thema. Und die schauen gar nicht schlecht aus. Ah, die sind knapp noch an der Nürnberg vorbeigegangen. Also da könnte die Nürnberg gerade noch so abbremsen. Ich dachte mir schon, holla die Waldfee, die dürften scheppern, aber dem war dann doch leider nicht so. So, wir sehen, wenn alles leer geballert ist, 1 Minute 38 in etwa, bis die Tubes wieder ready sind. Dann eben kann er immer 4 einzelne Torpedos abfeuern. Das ist natürlich schön, weil damit kriegt man einen ganz spannenden Winkel hin und kann den Gegner so ein bisschen mehr unter Druck setzen, als es vielleicht sonst der Fall ist. Er bleibt jetzt hier auch schön in der Zone, dass er eben nicht aufgeht. So, er hat noch 10 Sekunden, bis die Torpedos wieder da sind. Und da klappen schon die ersten. Ja, oh, die ersten. Da haben alle 4 gesessen. Sehr, sehr, sehr schön gemacht. Und ja, das waren dann doch 34.000 Schaden. Da hat man ganz gut gesehen, dass jeder so für 8.500 oder 8.500, 8.700 vielleicht eher, da so reinbolzt. Und wenn dann natürlich alle 4 treffen, dann kommt hier so wie jetzt 34.465 Schaden einfach mal raus. Das ist doch aller Ehren wert. Ohne Frage. So, Torpedos braucht dann noch 15 Sekunden, bis dann wirklich auch alle ready sind. Also das dauert nicht mehr allzu lang. Und die New York, die wird da auch gleich bespaßt. Da wartet er noch mit den nächsten Torps. Jetzt ist er offen vom Flugzeug. Da muss er jetzt aufpassen. Er ist natürlich jetzt in einer Position, wo er jetzt nicht allzu weit weg ist vom Gegner. Aber er spart sich jetzt hier auch die anderen Torpedos noch ein bisschen ein, denn sonst ist es über eine Minute. Das ist einfach sehr viel Zeit, was das mit sich bringt. Und jetzt die Feral Gut. Da muss er mit seiner Hauptbatterie mal ein bisschen drauf ballern. So, da setzt er mal ein paar Torps einfach wild ins Wasser. Oh, da hat einer drüben, da haben 4 jetzt gerade getroffen. Hier, die New York. Da müssen wir fast hier aufpassen, aber die flutet nicht. Hat das gleich alles wieder gemacht. Und jetzt geht es hier natürlich gegen die Feral Gut. Oh, 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 und was macht er denn da? Da will er wohl rammen. Oh, der klappt, der rammt gerade so nicht. Da hat er sich wahrscheinlich gedacht, bevor der jetzt mit seinen Torps auf mich schießt, mache ich das halt so. Aber jetzt heißt es draufballern, Junge. Draufballern. Baller, 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 baller. Mehr, 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 mehr. Aber die Feral Gut, die hat es hier auch ein bisschen hart verkackt, muss man sagen. Hätte die einfach mal draufgeballert, dann hätte es wahrscheinlich auch ein bisschen anders für ihn ausgehen können. Aber in dem Fall war es eine sehr knappe Nummer, aus der er dann doch nochmal glücklich rausgeht. Und jetzt frage ich mich nur, warum die Länder da ihn beschießt. Keine Ahnung, was die Leander da hier für ein Thema hatte. Vielleicht hat sie da einfach mal den Gegner vercheckt. Scheißegal. Aber Feral Gut ist zerstört. Und er hat jetzt erstmal ein bisschen Zeit. Wir sehen jetzt mittlerweile schon 82.000 Schaden. Denn die Schlachtschiffe, die haben einfach die Torpedos gefressen, als ob es
Bonbons wären. Sehr, sehr nett auf jeden Fall für ihn. Da hat er die nächsten Schiffe jetzt wieder vor sich. Muss aufpassen, die Aober ist nicht so weit weg, dass er da jetzt nicht gespottet wird. Aber das hat er schon auf dem Zettel hier. Jetzt nicht ballern, weil sonst gehen die jetzt in das Wrack. Wäre natürlich auch ärgerlich. Das war sein Gegner von vorhin. Den hat er noch gut in Gedanken sozusagen bei sich. Oh, das war auch natürlich haarscharf am Strand entlang gefahren. Solche Torpedos, die wir jetzt gedroppt hat, die sind immer richtig schön, wenn man den Gegner hinter der Insel überraschen kann. Und der kommt gerade so rum und kriegt dann erst die Torpedos zu sehen, wenn es denn wirklich eigentlich auch schon viel zu spät ist. Jetzt macht er den Boost noch an. Bisher hat er den Nebel eigentlich gar nicht gebraucht. Schön dieser schwarze Rauch. Was machen die Torps? Ja, die werden nichts mehr. Die Nürnberg, die ist da wieder recht nah. Und dahinter hat er auch gerade noch was erspäht. Die Cleveland, die ist gar kein Problem. Die kommt da nicht daher. Da, die leeren da nämlich. Fährt allerdings von ihm weg, von dem her gar kein Problem. Nur das Problem ist, selbst jetzt smoken und dann schießen, kann er so gut wie vergessen. Denn sobald er smoked, hat er keine Ziele mehr offen. Denn er ist hier der Spottende. Und dementsprechend leider nicht in der Position, dann einfach mal schön seine Hauptbatterie anzubringen. So, die Torps hat einfach nochmal in Anführungszeichen dahin geballert, wo ja was passieren könnte. Das war jetzt noch nichts wirklich Spannendes. Da wird es interessanter, denn aus dem Rauch wird er einen Gegner erwarten dürfen. Man sieht auch, der ballert da schon ordentlich raus. Jetzt schaut er, woher die genau sind. Aber er findet jetzt nicht. Ah, jetzt hat er es ein bisschen gesehen. Genau, ah, vielleicht ein Stück weiter links, aber das könnte durchaus funktionieren. Oh, da hat sogar nach hinten einer der Torpedos getroffen. Und sogar direkt einen Flutungsschaden gemacht, aber auch der wurde sofort repariert, denn natürlich tut der dann schon gehörig weh. Die Bayern, ah, die braucht nichts mehr, die ist schon scheintot. Das dürfte gleich erledigt sein, genau, da ist sie nämlich auch schon down. Maschinenboost deaktiviert. So, mal schauen, ob die Torpedos da vielleicht den im Rauch treffen. Ja, und genauso ist es auch. Drei Treffer. Leander ist down. Schön gemacht. Schön getroffen. Sehr fein. Vernichtender Schlag. Den kann man mal machen. Da sieht man, der Nebel ist zwar natürlich schön, wenn man drin steht, aber er schützt halt auch nicht vor allem. Man sollte dann doch irgendwann mal sagen, gut, da haue ich jetzt ab, bevor auf einmal die Aale sich den Weg zu einem bahnen. Jetzt kommt er da, der Kongo, da immer gefährlich nahe. Und jetzt ist er da auch offen. Jetzt muss er aufpassen, sonst beacht er gleich wieder. Aber ich dachte mir jetzt genau, dass er das macht. Den Nebel anschmeißen und vielleicht jetzt mal selber mit der Hauptbatterie mal ein bisschen ballern. Da weiß ich nicht, warum er da immer wartet. Ah, er will nochmal die nächsten Torpedos unbedingt ins Ziel bringen. Die setzt er genau auf den Marker. Die ersten Torps, die gehen auf jeden Fall vorbei. Aber jetzt kann er doch ballern, Junge. Baller doch. Zeig uns, was du kannst. Jo. Na also, geht doch. Warum nicht gleich so? Und den Brand gesteckt auch sofort. Sehr fein. Und oh, die Torpedos, die kommen gut. Die kommen gut. 1, 2, 3, 4. Alle sitzen. Perfekt. Und jetzt kann er sich auch nochmal
der Bojani dahinter sich annehmen. Also die Runde, die läuft nach dem Masterplan, würde ich schon fast sagen. Und jetzt sehen wir, der Gegner noch mit einem Schiff am Start, sein Team mit 10. Also ein leichtes Ungleichgewicht zugunsten seines Teams hier. So, und jetzt geht's mit Boost raus. Da macht er den dann nochmal auf und vielleicht wird er nochmal ein paar Mal drauf beilern, aber ich denke mal, der Drops ist stark gelutscht. Nürnberg kriegt er da jetzt auf. Vielleicht traut er sich jetzt auch hier mal ein bisschen noch aggressiv zu spielen und denkt sich, jo, ein Schiff, da machen wir jetzt nochmal ein bisschen selber mit. Auch gleich sofort in Brand gesteckt. Aber der wurde leider, wie immer, gelöscht. Wie man es halt nicht braucht. Der Brandschaden von jemand anders, der tickt immer ewig. Den eigenen, der wird immer gelöscht. Knapp über 4 Sekunden der Reload der Hauptbatterie, das sei noch zu erwähnen. So, und jetzt geht die Nürnberg da auch auf ihn drauf. Aber gut, das war zu erwarten. Habe ich gesagt, Thema ist jetzt gleich erledigt. Daher sage ich mal, vielmals danke fürs Zusehen. Ich hoffe, euch hat dieses Replay gefallen, mal wieder ein neues Schiff zu sehen. Und wenn dem so war, dann lasst doch einen Daumen da. Kommentiert doch gerne das Video. Ansonsten alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Euer Alcaramba.